Herzlich willkommen zum Videotutorial zu GeoGebra zum Thema Hilfen. GeoGebra hat inzwischen einen enormen Funktionsumfang und so ist es kein Wunder, dass Benutzer, vor allem natürlich die neuen Benutzer, immer wieder nach Hilfen fragen. Ich möchte Ihnen in diesem Tutorial die wichtigsten Hilfen einmal vorstellen. Fangen wir mal an mit Hilfen zu der Werkzeugleiste. Die Werkzeuge haben Sie ja vermutlich schon ausprobiert. Und glücklicherweise, wenn man ein Werkzeug noch nicht kennt, dann findet man hier rechts neben den ganzen Werkzeugen in dem freien Bereich der Werkzeugleiste eine kurze Hilfe. Zum Beispiel zur Mittelsenkrechten steht da die Anleitung, was ich machen muss. Nun ist es aber so, dass es vorkommen kann, dass aus Versehen eine Hilfe zu sehen ist. Und zwar da, wenn das Fenster zu klein wird. Wie man hier erkennen kann, verschwand die Hilfe zu dem Befehl Mittelsenkrechte, als ich mein GeoGebra-Fenster zu klein gemacht habe. Wenn also mal hier nichts steht und Sie wissen nicht, wie Sie den Befehl benutzen können, einfach das Fenster so weit breit machen, bis Sie die Hilfe sehen. Notfalls können Sie das Fenster dann ja auch wieder verkleinern. Soweit zu der Werkzeugleiste. Gehen wir mal zu der Eingabezeile. Wie ich schon am Anfang erwähnt hatte, ist diese Eingabezeile ja dafür da, Befehle einzugeben, mit denen man zum Beispiel auch etwas zeichnen kann. Nur, welche Befehle kann ich eigentlich verwenden? Glücklicherweise gibt es hier ganz rechts neben der Eingabezeile eine Liste mit allen verwendbaren GeoGebra-Befehlen. Hier können Sie schauen, ob Sie einen passenden Befehl finden und den dann auswählen. Nehmen wir mal den Befehl Integral. Nun weiß man aber immer noch nicht, wie dieser Befehl Integral anzuwenden ist. Aber auch hier gibt es eine Hilfe. Und zwar verwendet man da die Taste F1, die wie bei vielen anderen Programmen auch in GeoGebra Hilfe bringt. Es erscheint ein kleines Fenster, in dem die wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten von GeoGebra kurz dargestellt werden. Also man kann erkennen, was in den eckigen Klammern zum Befehl Integral angegeben werden muss. Nun gibt es noch weitere Hilfen. Zwei Möglichkeiten gibt es, sie zu erreichen. Das eine ist über dieses Hilfemenü. Ich komme hier über den Link Hilfe zum Beispiel direkt auf ein GeoGebra-Handbuch. So kann ich mir entweder ein gewisses Kapitel aussuchen oder, wie zum Beispiel zum Thema Integral, auch direkt suchen lassen, welche Informationen es dazu gibt. Das Interessante hier dran an dieser Suchfunktion ist, dass ich natürlich noch weitere Informationen rund um den Befehl Integral bekomme. Ja, weitere Hilfen GeoGebra, die hier zu finden sind, sind unter anderem das Forum und das Wiki. Was bei allen diesen Hilfen hier passieren kann, ist, dass eigentlich wie üblich sich nicht der Browser öffnet, sondern nichts passiert. Wenn das der Fall ist, müssen Sie auf die GeoGebra Homepage gehen, denn da können Sie alle Hilfen auch direkt erreichen. Zum Beispiel dieses Handbuch erreichen Sie über Hilfe nach unten. Hier ist das Handbuch zu finden. Oder das Forum oder das Wiki. Das Forum möchte ich nochmal genauer kurz erwähnen, denn in dem Forum bekommen Sie für konkrete Probleme relativ schnell eine Antwort. Das Forum ist international und es gibt für jede Sprache entweder ein oder auch mehrere Foren. Zum Beispiel für das deutsche Forum. Wenn Sie eine Frage haben, öffnen Sie einfach einen neuen Topic, ein neues Thema. Schreiben Sie mit einem passenden Stichwort Ihre Frage hier auf. Und Sie werden sehen, dass Sie innerhalb kürzester Zeit eine Antwort bekommen. Interessant ist vielleicht noch das Wiki. Gerade wenn man auf der Suche nach fertigen Arbeitsblättern ist, kann man hier zum Beispiel unter Unterrichtsmaterialien eine große Liste von fertigen Materialien finden, sodass man vielleicht erst gar nichts weiter zeichnen muss. Viel Spaß beim Ausprobieren der Hilfen. Bis zum nächsten Mal.